Gut. Lieber vor die Hunde gehen, als zu Kreuze kriechen. Ja, genau. Ich bin einer von denen, die für einfaches, erfülltes Leben plädiert. Wie soll ich das erklären? Ich habe es schon als DDR-Mitglied gesehen. Ich muss dazu sagen, dass auch damals dem Konsum unwahrscheinlich gefrönt wurde. Mir kam das bereits in den 70er Jahren seltsam vor, denn mit meiner Meinung noch ist übermäßiger Konsum Ausdruck für etwas anderes. Bedarf und Bedürfnis sind für mich zwei verschiedene Dinge. Bedürfnisse, die hat jeder. Und die hat jeden Mensch existenziell befriedigen müssen. Das sind Essen, Trinken, Schlafen, gesellschaftliche Anerkennung. Und dazu muss ich nicht viel haben. Ich brauche keinen Porsche, um mich gut zu fühlen. Gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen, ist für mich beispielsweise relativ einfach. Es gibt viel zu tun. Man muss nur die Dinge sehen, die da sind. Ich will dir einmal eine längere Geschichte erzählen. Vielleicht etwas umständlich, die aber am Ende doch erklärt, wie ich meine. Also, zuerst war ich ein bisschen Ingenieur gewesen. Das war eine vom Arbeitsamt geförderte Geschichte. Heizung, Lüftung, Sanitär und so etwas. Und eines Tages haben wir eine Elektroanlage ausgeschrieben für ein Recyclingunternehmen, für ein Groß, die einen größeren Umbau vorhatte. Jetzt könnte ich viel über technische Einzelheiten erklären, aber ich fürchte, das kann der Laie nicht nachvollziehen. Wie sagte ich es also am besten vereinfache? Also, alles schien unter Dach und Fach mit diesem Auftrag. Und dann gab es im allerletzten Augenblick eine kleine, aber doch wichtige Unstimmigkeit. Es war ein Freitagnachmittag und die Sache musste geklärt werden. Es ging um den Trafo in einer Hochspannstation, der so hätte nicht gebaut werden können, ohne dass der ganze Stromkreislauf lahmgelegt hätte. Ich bemühte mich also, irgendwie und irgendjemand zu erreichen, was natürlich beinahe aussichtslos war. Zum Wochenende. Schließlich übergab ich das Ganze der Sekretärin und bat sie, sich darum zu kümmern. So schnell ging es aber nicht. Und ich blieb wieder in meinem Büro sitzen, wo der Chef auftauchte und eine Riesenwelle machte. Er nahm mich Maß und wollte mir Druck machen und mich fürchterlich abkanzeln, wieso ich bis jetzt nicht hinbekommen hätte. Eine Weile hörte ich mir das an, dann warf ich den Schlüssel auf den Schreibtisch und erklärte, komm, mach deinen Scheiß alleine. Weg war ich. Das war meine letzte Arbeitsstelle gewesen. Es war im Winter 2000. Meine Wohnung hatte ich nicht gekündigt. Ich hatte aber die Miete nicht mehr bezahlen können. Ist ja klar, zum Sozialamt gehe ich nicht. Eines Tages war es dann soweit. Umbaumaßnahmen hatten im Haus begonnen. Die Toilette war nicht nutzbar. Es war Winter. Und so ging ich runter in den Park, dort im Gebüsch zu pinkeln. Wie das so manchmal ist im kalten Wind. Ich habe mir aus Versehen auf die Hose gepinkelt. Ging hoch, wechselte die Hose, verließ wieder die Wohnung und die Tür hinter mir entschloss. Der Schlüssel für die Eingangstür steckte natürlich in der anderen Hose. Zum Vermieter ging ich nicht. Schließlich war ich der Mietschuldner. Also war das meine Wohnung. Später hat mein Bruder sie dann ausgeräumt. Ich habe mich nicht mehr darum gekümmert. Ob ich stur bin? Na, kann schon sein. Wenn's hart auf hart kommt, fackel ich nicht besonders lange. Dann ist Schluss bei mir. Ziemlich schnell. Und wie gesagt, jetzt werde ich garantiert nicht wegen materieller Dinge, Jobs, Haus, Geld, irgendeinen Menschen zu Kreuz kriegen. Grundsätzlich nicht. Dann bleibe ich lieber auf der Straße, wo ich eben seit 2000 lebe. Nicht mal schlecht lebe, wie schon gesagt. Ich habe keine Existenzängste. Ich sehe nicht schwarz in die Zukunft. Tagsüber bin ich bei Unterdruck. Vorhin hatte ich gerade hier geduscht. Wo ich heute Nacht schlafe, das weiß ich im Moment noch nicht. Es ist eine relativ einfache Sache. Ich bin um 19 Uhr zum Abendessen eingeladen in einer Gemeinde, zu der ich gehöre. Und dann nach dem Abendbrot entscheide ich mich, ob ich dort oder dort bleibe oder woanders hingehe. Und dann woanders schlafe. Mal sehen, so etwas ergibt sich. Hier in der Stadt existieren so viele Übernachtungsmöglichkeiten und Wohnheime, da habe ich die Wahl. Insofern bin ich eigentlich nicht obdachlos. Ich bevorzuge den Ausdruck ohne festen Wohnsitz. Warum ich bei all dem lache? Ja, weil mir mein Leben gefällt. Ich wünsche mir nichts anderes. Wie?
Das werden Sie vielleicht nicht verstehen. Es ist eine schöne Freiheit. Ich weiß, ich werde nicht frieren, wenn ich das nicht will. Ich weiß, ich werde morgen Frühstück haben. Ich kann mir das erlauben, heute Abend mit Menschen zusammen zu sein, mit denen ich fröhlich sein kann und mich dann entscheiden, wo ich hingehen möchte. Eine größere Freiheit kann es auch nicht geben, oder? Ich weiß, welche Einrichtungen bis dann und dann offen hat. Ich weiß, dass ich mein Dozil für die Nacht gewissermaßen aussuchen kann. Ich habe Wahlfreiheit. Trotzdem noch Wahlfreiheit. Meistens bin ich Nutzer von Nachtcafés. Ich gehe dann nach irgendeiner Notübernachtung schlafen. Am liebsten ein ganz bestimmtes Nachtcafé, das ich schon lange kenne und das ich sehr mag. Es ist kein Problem, an ein Bett heranzukommen. Es ist kein Problem, an Essen heranzukommen. Es ist kein Problem, mich zu duschen. Es ist auch kein Problem, an Kleidung heranzukommen. Das, was ich jetzt anhabe, das weiße Hemd, die schwarze Stoffhose, das habe ich mir aus der Kleiderkammer gehört. Sollte es mir jemand wegnehmen oder stehlen, soll er doch. Dann hole ich mir was Neues. Es geht mir so gut, wie es einem Menschen nur gehen kann. Ich habe keine Angst, meinen Job zu verlieren. Ich habe keine Angst, meine Wohnung zu verlieren. Ich habe vor gar nichts Angst. So viele laufen herum, sind in ständiger Panik. Sie könnten ihren Chef verärgern und arbeitslos werden. Sie könnten arm werden. Sie könnten ihre Frau, ihr Haus, ihr Auto verlieren. Das alles brauche ich nicht. Und darum geht es mir ganz gut. Gut. Okay, also das stimmt nicht ganz, aber in etwa. In etwa, das ist halt, wie man von anderen Menschen gesehen wird. Also ein kleiner Text über mich ist damit gleichzeitig gesagt. Ja, und man merkt schon, wenn man Aufgaben sieht, dann kann man für sich trotzdem ein erfülltes Leben haben, wenn man also Ansprüche an sich und nicht so hoch stellt. Also man sagt, viele Menschen auf der Welt hungern, ich hungere nicht, mir geht es relativ gut. Und wenn ich Menschen in Slums, ich habe Fotos aus Slums gesehen, aus Kalkutta, und die Menschen haben gelacht, also warum soll ich nicht lachen?